Kennen Sie die 8 Arten der Verschwendung in Ihrem Unternehmen? Oder vielleicht besser gesagt, die 8 Arten, furchtbar für die Katz zu arbeiten? Welche das sind und wie man die erkennt und wie man unmittelbar die Effizienz in seinem Betrieb steigert, das zeige ich in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Heute geht es um die 8 Arten der Verschwendung. Früher waren das mal 7 Arten der Verschwendung, aber eine ganz wichtige kam etwas später noch mit dazu, aber das erkläre ich dann ein bisschen später. Starten wir also erst mit einer kurzen Einordnung. Verschwendung ist das Gegenteil von Wertschaffen. Der Kunde ist bereit, für Wert zu bezahlen. Er ist aber nicht bereit, für Verschwendung zu bezahlen. Nur er kennt die Verschwendung im Betrieb in der Regel nicht und deswegen sieht er nur den Endpreis. Und ist der Endpreis zu hoch, weil es zu viel Verschwendung gibt, zu viel für die Katzarbeiten gibt, dann geht er eben zur Konkurrenz. Aber jetzt steigen wir mal direkt in die 8 Arten der Verschwendung ein. Die erste Art ist der unnötige Transport. Beim unnötigen Transport geht es um die unnötige Bewegung von Sachen. Also ein schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel Dachträger, die auf den Firmenfahrzeugen sind und die nur selten oder nie benötigt werden. Dafür aber den Luftwiderstand natürlich deutlich erhöhen und den Treibstoffverbrauch steigern. Also diese Dachträger sind ja nur deswegen meistens drauf, weil sie sich umständlich montieren oder demontieren lassen. Und wenn man dafür jetzt eine Lösung hätte für dieses Problem, also quasi für diese Umrüstung, also ein Umrüstproblem, wenn das ruckzuck ginge, dann könnte man auch diesen Dachträger ja nur dann drauf machen, wenn man wirklich benötigt. Oder Material zum Beispiel, was umgeschlichtet wird und am besten das vielleicht noch mehrfach am Tag. Und dazu habe ich ein wunderschönes Beispiel aus einer Buchhandlung, die stellvertretend natürlich für viele Firmen Geld die Ware angeliefert bekommen. Der Zwischenhändler bringt frühmorgens so gegen 4 oder 5 die Bücher quasi in solchen Packkisten in die Buchhandlung. Das ist auch so entsprechend ausgemacht, hat einen Schlüssel, der bringt die quasi dahin und stellt die eben in den Verkaufsräumen an den bestimmten Platz ab. Und dann kommt im Morgen die erste Mitarbeiterin und schiebt die erstmal so aus dem Weg, weil sie sonst nämlich kaum durchkommt, weil das meistens immer solche Stapel sind. Ja, was passiert dann? Danach werden diese Stapel erst einmal an den Platz irgendwo verräumt, wo der Warenangang erstmal erledigt werden soll. Also wo man sich dann die Kisten aufmacht, die Bücher auspackt, die entsprechenden Warenwirtschaftssystem einbucht und so weiter, das soll die hin. So, dann kommen also die Kisten erstmal dorthin. Und natürlich stören die dann dort erstmal, weil ja vielleicht zwischenzeitlich schon wieder irgendwas anderes war, ein Telefonanruf oder vielleicht ein Kundengespräch oder wie auch immer und eine andere Mitarbeiterin hat irgendwas gesucht oder sowas. Also wenn die Kisten wieder untereinander geschoben, bis dann irgendwann mal der Wareneingang wirklich erledigt worden ist, sind schlussendlich, wenn man genau hinschaut, diese Kisten 3 oder 4 Mal umeinander geschlichtet worden. Das ist natürlich nicht sonderlich sinnvoll. Eine weitere Art von Verschwendung sind Bestände. Bestände sind also ein deutliches Zeichen dafür, dass Prozesse nicht gut funktionieren. Also wenn Sie Bestände im Lager haben zum Beispiel, dann ist es ein deutliches Zeichen, dass Ihre Beschaffungsprozesse nicht gut funktionieren. Dadurch, dass man eben nicht sich die Mühe gemacht hat, mit den Lieferanten zu diskutieren, wie man eben in kleineren Teilmengen beliefert wird, dafür aber sehr viel häufiger zum Beispiel, gibt es eben immer diese relativ großen Lieferungen und damit Bestände im Lager. Bestände von Maschinen. Das ist ein schönes Beispiel, wenn Sie immer so Rollcontainer haben mit Halbfertigzeug zum Beispiel, was eben vor Maschinen entsprechend wartet für die Bearbeitung, dann sind diese Bestände, die sich da aufbauen, typische Zeichen für Probleme in den Rüstprozessen, dass Sie nicht schnell genug umrüsten können, Ihre Maschinen, und auf der anderen Seite aber auch für die Auslastungsplanung. Also das sind so die 2 typischen Punkte eben, die sich sofort aufdrängen, wenn wir Bestände von Maschinen sehen. Aber es gibt natürlich auch Bestände im Büro und bei Verwaltungstätigkeiten. Wenn Sie zum Beispiel an 387 ungelesene E-Mails in Ihrem Postfach, in Ihrem E-Mail-Postfach denken, dann sind das nichts anderes wie Bestände, weil das sind E-Mails, die auf irgendeine Bearbeitung warten oder eben auch nicht. Also Bestände im Büro sind ein deutliches Zeichen für Kommunikationsprobleme, oft auch für Medienbrüche zum Beispiel. Wenn Sie an Stapel denken, die auf irgendwelchen Schreibtischen sind oder ähnliche Dinge, dann sind es eben oft Medienbrüche. Das heißt, man kann nicht im Fluss einfach durcharbeiten. Der Informationsfluss ist als solcher schlecht organisiert. Bewegung ist eine weitere Art von Verschwendung. Das heißt, die unnötige Bewegung verursacht massive unnötige Kosten. Bewegung heißt also, die Personen bewegen sich. Der Unterschied zum Transport ist, beim Transport werden Sachen und Waren bewegt, bei der Bewegung selber geht es quasi um die Menschen, die sich bewegen. Und da habe ich ein sehr schönes Beispiel aus einer Glaserei, wir haben das mal gemessen, deswegen weiß ich es.
Da hat also ein Mitarbeiter im Werkstattumfeld um die 15.000 Schritte am Tag zurückgelegt. Und wenn Sie eine Schrittlänge von einem Dreiviertelmeter bei dem erwachsenen Mann ungefähr annehmen, dann kommt er auf 11,3 Kilometer Laufweg am Tag in diesem Betrieb. Und wenn man mit 4,5 Stundenkilometer läuft, das ist also eine zügige Laufgeschwindigkeit, dann haben Sie ungefähr 2,5 Stunden an dem Tag mit Laufen verbracht. Und wenn man das entsprechend multipliziert mit einem entsprechenden Lohnkostensatz, dann kommen Sie in dem Fall ungefähr auf 75 Euro am Tag Kosten durch Laufen oder eben 1.500 Euro Lohnkosten pro Mitarbeiter pro Monat, die durch Laufen verursacht werden. Wenn man es umrechnet, also je 1.000 gesparte Schritte am Tag verdienen Sie 100 Euro im Monat, wo Sie Ihre Kosten senken. Das muss man sich mal überlegen. Deswegen macht es wirklich Sinn. Gucken Sie doch mal, dass Sie mit Ihren Mitarbeitern vielleicht mal ins Gespräch kommen, ob die sich mal so eine Schrittzähler zum Beispiel, da gibt es ja auch welche, die nicht am Smartphone sind, sondern wirklich ganz analog sind, dass da auch mit dem Datenschutz keine Probleme gibt, ob die mal Lust hätten, mit einem Schrittzähler mal zu messen, wie viel die eigentlich laufen. Und dann kann man darüber nachdenken, eben wie man solche Bewegungen dadurch reduziert, indem man einfach die Dinge in seinem Betrieb besser anordnet, dass die Laufwege kürzer werden. Da gibt es auch Methoden dafür. Spaghetti-Diagramm zum Beispiel ist so eine Möglichkeit, um das was rauszufinden. Aber das ist wirklich, ich war auch sprachlos. Das ist derartig teuer ist, was die Leute durch die Gegend laufen. Und jetzt bin ich sehr auf Ihr Feedback gespannt. Deswegen schreiben Sie mir mal in die Kommentare, wie Sie darüber denken. Hätten Sie gedacht wirklich, dass Laufen im Betrieb derartig teuer ist? Eine weitere Art von Verschwendung sind Warte- und Liegezeiten. Wenn die Erstellung eines Angebots 2 Stunden Arbeitszeit zum Beispiel benötigt, Sie aber 10 Tage, also 240 Stunden dafür brauchen, bis es beim Kunden ist, also von der Anfrage bis zum versendeten Angebot dauert es 10 Tage, dann liegt dieses Angebot eben 238 von 240 Stunden bei Ihnen rum. Das sind eben Warte- und Liegezeiten. Und hier gilt es eben genau, die Ursachen zu erforschen. Warum liegt zum Beispiel so ein Vorgang so lange irgendwo rum? Kann zum Beispiel nur ein spezieller Mitarbeiter oder vielleicht auch nur selbst der Chef ein Angebot erstellen? Ist das der Flaschenhals? Oder fehlen zum Beispiel wichtige Angaben, die erst aufwendig erfragt werden müssen? Zum Beispiel, dass man entsprechende Preisabfragen erst bei Vorlieferanten machen muss und die rühren sich ewig nicht? Oder wie kann man, wo ist denn das Problem für diese langen Liegezeiten? Da muss man wirklich diesen ganzen Schritt, diesen Prozess quasi wirklich durchgehen, Schritt für Schritt, und genau analysieren, an welcher Stelle werden denn eigentlich diese langen Liegezeiten wirklich verursacht. Oder braucht es zum Beispiel auch Aufmaßtermine, die erst umständlich organisiert werden müssen, oder kann man das vielleicht auch anders gestalten? Überproduktion ist eine weitere Verschwendungsart. Überproduktion erzeugt Güter und Dienstleistungen, die im Moment keiner braucht oder vielleicht auch nie einer braucht. Und im schlimmsten Fall werden also diese Waren auch vernichtet, weil sie eben abgelaufen, beschädigt oder verdorben sind. Das sind also in Rohmateriallagern zum Beispiel, sieht man oft, dass dann hinten die Schmuddelecke gibt, halt, wo irgendwelches Zeug rumliegt, wo auch schon länger nicht mehr durchgekehrt worden ist. Und letztendlich ist das alles dann Schrott und kann dann auch irgendwann einfach entsorgt werden. Aber ursprünglich war das ja mal ein teures Rohmaterial, was eingekauft worden ist. Oder weil sie einfach zu viel sind. Also ein großer Online-Händler, den Sie alle kennen, soll angeblich jede Woche Hunderttausende von völlig intakten Produkten vernichten, nur weil es sich um Retouren handelt. Also das ist ja wirkliche Zerstörung von Wert und von Arbeitszeit und von Lebenszeit und von Ressourcen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und wussten Sie, dass die Hälfte der in den USA gedruckten Bücher vernichtet wird, ohne jemals gelesen zu werden, weil die einfach auf Vorrat produziert worden sind, Überproduktion, aber nie einen Absatz gefunden hatten? Lebensmittel in Deutschland, genau das Gleiche. Die sind gut, die könnte man noch ohne Probleme essen und so weiter, aber die werden millionenfach weggeworfen. Das Thema hat man auch schon in den Medien. Das ist da eigentlich wirklich eine Schande und ein Unding, wenn man in der ganzen Welt über Nachhaltigkeit spricht und Nachhaltigkeit einfordert, was ja auch richtig ist, um eben entsprechend ökologisch und ökonomisch zu arbeiten. Ausschuss und Nacharbeit, damit sind wir schon beim Thema der nächsten Verschwendungsart. Jede Nacharbeit verursacht Kosten. Also wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter nochmal zum Kunden rausfahren müssen, weil auf der Baustelle wieder irgendwas nicht gepasst hat, dann sind das natürlich enorme Kosten, also Anfahrt, Treibstoff, Arbeitszeit und Ähnliches. Oder weil eine Maßanfertigung nicht passt, weil sich jemand vergessen hat und, oder sich entsprechend vermessen hat und die teure Bestellung jetzt in die Tonne kippen können, dann ist das natürlich höchst ärgerlich. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Isolierglasscheibe, die auf Maß eben produziert wird,
sich vermessen haben und die nicht passt, dann können sie die Glasscheibe schlichtweg komplett wegschmeißen. Tolle Geschichte. Und das lässt sich aber mit dem Streben nach Perfektion abstellen. Und zwar einem der 5 Lean-Prinzipien auch, wo man das mehr an das Thema Mindset geht. Also wie genau oder wie perfekt möchte ich eigentlich meine Abläufe organisieren, damit eben dieser Ausschuss und diese Nacharbeit eben nicht mehr so sehr auftreten, sondern einfach nur noch sporadisch einfach mal ein Thema sind, aber nicht mehr ständig irgendwie im Betrieb sich darüber aufregen muss. Und über die 5 Lean-Prinzipien, also unter anderem auch eben für dieses Thema Streben nach Perfektion, haben wir ein eigenes Video gemacht. Schauen Sie das mal genau an, das lohnt sich wirklich. Da sind wir diese ganzen Themen nochmal genau durchgegangen. Das macht mit Sicherheit Sinn, nochmal als Hintergrundwissen entsprechend aufzufrischen. Überbearbeitung ist auch eine Verschwendungsart. Überbearbeitung ist immer der Fall, wenn etwas zu viel getan wird, was unnötig ist und der Kunde auch nicht bezahlen will oder wollte. Das hört sich jetzt ziemlich sperrig an, aber dazu gibt es auch ein gutes Beispiel. Wenn Sie den Dachstuhl eben entsprechend aufbauen als Dachdecker oder als Zimmermann entsprechend und ungehobelte Dachlatten völlig ausreichend gewesen wäre, dann sind natürlich gehobelte Dachlatten Überbearbeitung. Gehobelte Dachlatten sind natürlich ein Produktionsschritt mehr, sind entsprechend teurer, braucht allerdings kein Mensch, wenn da einfach nur eben das Zeug eingedeckt wird. Ist es ein offener Raum, dass man das Ganze eben sieht, kann das vielleicht eine andere Situation sein, aber grundsätzlich wären dann gehobelte Dachlatten halt zu viel des Kunden. Typische Beispiele sind aber auch hier vor allem Oberflächengüten, aber auch sehr viele Büroabläufe. Also Oberflächengüten, wenn irgendwas überpoliert wird zum Beispiel, obwohl man es an der Stelle überhaupt gar nicht bräuchte. Bei Büroabläufen, wenn Sie ein Angebot schreiben und zu jeder Artikelposition langatmige Herstellerbeschreibungen drinstehen, dann ist das ein klassischer Fall von Überbearbeitung. Ein Angebot muss so sein, dass der Kunde versteht, aber es muss jetzt nicht hier eine komplette technische Beschreibung in jedem Fall bei einem Endverbraucher drin sein und Sie dann ein Angebot haben, was dann so ein dickes Buch wird. Ist Überbearbeitung. Die wichtigste oder die schlimmste Verschwendungsart, weil da mäntelst dann auch wieder, das ist das verschwendete Talent. Das ist die teuerste Verschwendungsart und das ist auch die, die eigentlich am wenigsten wertschätzend gegenüber den Mitarbeitern ist. Ich habe Betriebe gesehen, wo promovierte Kenige den ganzen Tag mit Rechnungsprüfung beschäftigt waren. Die konnten also nicht mehr ihrer eigentlichen chemischen Tätigkeit nachgehen, sondern die mussten den ganzen Tag Rechnungen prüfen. Ich habe gesehen, wie Dachdeckermeister sich um Buchhaltung kümmern und Belege fotokopieren. Hey, ein Dachdeckermeister, der gehört in sein Gewerk, der gehört auf die Baustelle. Der gehört vielleicht dazu, dass man komplexe Angebote mit erstellen kann, aber doch bitte keine Belege fotokopieren. Bitte nicht. Ich habe gesehen, dass erfahrene Projektierer Unterlagen suchen und mehrfach in Aktenordnern abheften. Das muss man abstellen, sowas. Es ist nicht die Aufgabe von dem Projektierer. Der soll entsprechend das Projekt voranbringen. Der soll sich Gedanken darüber machen, wie man das hinbekommen kann, dass eben vielleicht eine Ladeneinrichtung wirklich termingerecht beim Kunden entsprechend steht und gebaut worden ist in der Schreinerei in dem Fall. Aber bitte keine Unterlagen suchen und Aktenordner. Man verschwendet ja nicht nur das Talent, sondern man frustriert ja wirklich die Mitarbeiter. Und zwar bis zur tatsächlichen oder inneren Kündigung. Das heißt, wenn Sie Mitarbeiter falsch einsetzen, nicht gemäß Ihren Talenten, sondern eben mit irgendwelchen stumpfsinnigen Tätigkeiten, das frustriert massiv. Es gibt ja nicht nur den Burnout, es gibt auch den Boreout. Und der ist meistens schwerer zu erkennen und schlimmer als der echte Burnout. Welche Verschwendungsarten haben Sie denn so beobachtet? In Ihrem Unternehmen, in Ihrem Umfeld, was kennen Sie denn da so? Schreiben Sie es mir doch mal in die Kommentare rein. Wir greifen das wirklich gerne auf. Und ich gebe dann Tipps dazu oder wir erstellen sogar, wenn es ein bisschen mehr ist, irgendwie ein echtes Video dann darüber, wie man mit sowas umgehen könnte oder wie man sowas abstellen könnte. Und wenn Sie den Kanal jetzt gleich abonnieren, dann verpassen Sie diese Videos auch nicht, die wir dann auch entsprechend mit aufgreifen. Die 8 Arten der Verschwendung erkennt man wirklich leicht, wenn man mit offenen Augen durch seinen Betrieb läuft. Und das lernt man mit der Zeit, dieses Sehen lernen ist da ganz wichtig, das ist ähnlich wie beim Pilze suchen. Wenn Sie also in den Wald gehen und Pilze suchen, beim ersten Ausflug sieht man keinen einzigen Pilz, obwohl er einem direkt vor den Füßen steht. Aber je öfter Sie das gemacht haben und je mehr Übung Sie da drin bekommen, entwickelt man ein Auge dafür und dann hat man auch den entsprechenden Erfolg. Schreiben Sie mir doch Ihre Kommentare zu dem Thema mal wirklich auch oder zu dem Video allgemein, wie es Ihnen gefallen hat, in die Kommentare rein. Ich bin wirklich gespannt auf Ihr Feedback und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.